So, hallo euch allen. Wir haben das nächste Solo-Battle vor dem Controller. So möchte ich es mal ausdrücken nach unserer Niederlage im letzten Spiel. Wir treten an in New England. Und müssen erst einmal den Punch-Return abwehren. Knabber immer noch eine Niederlage aus dem letzten Spiel. Man hat das wehgetan. Terran Austin hier mit dem Return. So, wir sehen bei den Dragons als Quarterback, da bin ich mal gespannt drauf, wen wir da gleich hier sehen. Blake Bortles. Also wenn ich jetzt dieses Spiel auch verliere, dann verzweifle. Also wenn ihr mal gegen Blake Bortles verliert. Nein, den werden wir jetzt im Grund und Boden spielen. Austin mit dem Rush, mit dem ersten Running-Versuch. 2. und 8. Ich muss erstmal wieder reinfinden, Cover 3. Schneller Pass von Bortles auf die Außen, der war vollständig. Hat 6 Yards Raumgewinn gebracht und sorgt für ein drittes Down und 2. Wir blitzen Edge Sting. Wir wollen doch Bortles ein bisschen unter Druck setzen. Das sieht nach einem Laufspielzug aus, eine Power Run Offense. So ist es. Und das ist der Blitz natürlich ideal für gewesen, um das zu stoppen. Sean Lee macht den Tackle im Backfield. Vierter Versuch und 3. Damit wird die Offense vom Feld geschickt. Auftritt Deion Sanders. Bis zur 45-Yard-Linie und jetzt kommt Dak Prescott aufs Feld. Seien wir mal ehrlich, 4 Turnovers im letzten Spiel. Schlechter kann es nicht laufen. Da von den 4 Turnovers, 3 Interceptions waren und ein Fumble von Prescott. Ich werde mal versuchen, das Laufspiel diesmal ein bisschen früher zu etablieren. Leider ist hier alles zu, das heißt, ich muss sofort auf das Audible gehen. Sicherheitsoption. Ich merke selber, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt die Sicherheitsoption bei einem Slant geworfen habe. Ich bin total verunsichert wegen dieser Niederlage. Die nagt echt an mir. Die hat wehgetan. Die hat richtig wehgetan. 2. Versuch und 11. Wir nehmen den Tight End Angle. Ich muss jetzt ein bisschen Selbstvertrauen fassen. So, schauen wir mal, ob Owens in der Doppeldeckung. Keiner meiner Receiver ist frei. Doch, da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schlechter Wurf. Wenn ich auch laufe. Ich wollte gerade sagen, ich laufe, da habe ich gesehen, dass rechts mein Receiver noch frei ist. Wollte ihn anspielen. Und versage wirklich auf ganzer Linie. Drittes Down und 11. Vor Verticals. Vielleicht schaffen wir ja zumindest ein positives Yard. Schaffen wir nicht, da wir geblitzt worden sind. Viertes Down und 19. So, wir dürfen punten. Chris Jones kommt aufs Feld. Hier ist der Punt. Schöner, schöner Punt. An der 27-Yard-Linie beginnen die Dragons mit ihrem nächsten Drive. Wir müssen uns langsam echt was einfallen lassen. Also meine Offense ist komplett von der Rolle. Und scheinbar auch im nächsten Spiel, in diesem Spiel hier. So, wir blitzen. Laufspielzug durch die Mitte. 2. Versuch und 8. Cover 3 Zone Defense. Green 80.
Kein Druck auf Bortles. Schlechter Pass. Schlechte Entscheidung. Ja, die Entscheidung war eigentlich gut. Der Pass war nur schlecht. Dritter und 8. Schaue ich mal, ob ich einen Blitz bekomme. Ich bekomme keinen Blitz. Dann nehmen wir die Cover 4. Ihr merkt also, Manndeckung ist für mich gar kein Thema. Da bin ich überhaupt kein Freund von dem Football. Vollständiger Pass von Bortles und da ist das First Down. Walls ein bisschen zu spät dran. Erster Versuch und 10. Ich glaube, ich werde hier nachher mal eine Temperatur-Defense ausprobieren. Wenn wir nochmal in eine ähnliche Situation kommen. Ich glaube, Bortles geht stark auf die Außen. Die Mitte ist recht gut zu. Da ist das erste Quarter zu Ende. 0:0 der Spielstand. Wir sind an einem ersten Versuch und 10 an der 39-Yard-Linie, den wir jetzt versuchen müssen zu stoppen. Powerhouse. Trotzdem ein Pass. Oh, schlechtes Tackling. Ganz schlechtes Tackling. Zweiter und Inches. Mann, jetzt also nicht nur meine Offense nicht gut spielt, jetzt habe ich schon mal auch noch meine Defense angesteckt. Das ist ein bisschen der Wurm drin. Aus dem Loch müssen wir uns selbst herausziehen. So, wir sind fast an der Mittellinie. Wieder schlechtes Tackling. Hatte zwar der Running Back wurde zwar aufgehalten, aber nicht getackelt. Dadurch First Down für die Dragons. So, wir gehen in der Cover 3. Haben wir hier schon vom Blake Bortles auseinandergenommen. Lauf durch die Mitte, gestoppt. 2006. Damit dürften wir, glaube ich, an den Two-Minute-Warning angekommen sein. Ich habe nicht viel Ballbesitz. Ich habe, glaube ich, ja, ein Three-and-Out. Das war alles, was ich am Ballbesitz hatte in dieser ersten Halbzeit. Wird schwer, Spiele zu gewinnen, wenn die Offense draußen auf der Bank sitzt. Vollständiger Pass über die Mitte. Das dürfte zum First Down gereicht haben. So ist es. So, sie gehen in eine No-Huddle-Offense. Ich gehe in eine Cover-9-Defense. Bortles unter Druck. Endlich bin ich mal gut durchgekommen. Und schon musste Bortles überhastet werfen. Dementsprechend schlecht war der Ball. Er hat auch, glaube ich, weggeworfen. Wobei, ich wüsste mal gerne, ob er da aus der Zone wirklich raus war. Ob das nicht ein Intentional Grounding gewesen wäre. Weil der lief in meinen Augen nur zurück und habe nicht, dass er die Tacklebox verlassen hat. So, wir bleiben in der Cover 3. Zweiter und 10. Kein Druck auf Bortles, dadurch hat er wieder Zeit, bringt den Ball an. Nein, der Receiver lässt ihn fallen, kann ihn nicht kontrollieren. Incomplete. Dritter und 10. Da habe ich wirklich fest mit dem Pass gerechnet. So, jetzt nehmen wir das. Wir nehmen jetzt eine Temperatur im 3. und 10, weil Bortles ja gerne auf die Außen geht. Gerade bei 3. Versuchen. Ich bin mal sehr gespannt. Er geht auf die Außen. Der Ball, der Pass war komplett, aber viel zu kurz. 4 und 7. An der 36. So, da bin ich wieder vorsichtig mit. Einfach, weil ich mal so etwas immer damit rechne, dass gefaked wird. Returnieren kann ich hier eh nicht viel. Touchback. So, das heißt, wir bekommen den Ball an der 20-Yard-Linie. Steht immer noch 0:0. Noch 1:27 auf die Uhr. Wir haben noch alle drei Auszeiten. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Offense, ein positives Yard. Das wäre ja schon was. Wir stehen, glaube ich, momentan bei minus 10 in der ersten Halbzeit. Elliot und Sharp, meine Anspielstation hier. Sharp ist frei. Mutterseelen alleine. Endlich mal. Ah, das tut doch gut. Da freue ich mich über so einen Pass. Wir sind im positiven Yards-Bereich angekommen. Na, immerhin.
4 Verticals. Ein Score wäre echt noch schön in der ersten Halbzeit. Los geht's. Da sind meine Receiver alle gut gedeckt. Ich versuche zu laufen, komme aber nicht durch die O-Line. Ein Sack, 2. und 12. Wir gehen in den Community-Bereich hinein. Skinny Posts. Ja, wenn die normalen Sachen nicht mehr funktionieren, muss man mal so ein bisschen flexibel werden. Schauen wir mal. Ich achte mehr drauf, ob die beiden Safeties sich in irgendeiner Form nach innen bewegen. Das tut der eine. Dann gehe ich nämlich auf Hearns. Der macht die Completion. Neues First Down an der 35. So, ich werde den gleichen Spiel zum Abfall. Ich bin in der No-Huddle-Offense. Wir haben nur noch 17 Sekunden auf der Uhr. Gleiche Spielzug wieder. Diesmal Sack, dann nehme ich die Auszeit. Es ist im Football nie gut, gleiche Spielzüge zu machen. Aber, oder halt innerhalb eines Drives sich zu oft zu wiederholen. Das hat mir, glaube ich, auch die Niederlage beigebracht in dem letzten Spiel. Da war ich zu sehr auf einen Spielzug fixiert. Und der wurde mir um die Ohren gehauen. Das war der Texas-Spielzug. Ich wähle ihn jetzt hier aus, weil wir ihn hier noch gar nicht hatten in diesem Spiel. 11 Sekunden noch auf die Uhr. Wir brauchen noch eine Completion wirklich für einen guten Raumgewinn. Damit wir hier was machen können. Incomplete. Gute Verteidigung. 3. und 17. Hail Mary spielen wir nicht. Das heißt, wir gehen ausnahmsweise einmal in die manuelle Auswahl mit hinein. Wählen den Shallow Cross aus. Wir haben noch 6 Sekunden auf die Uhr. Das heißt, ich muss relativ schnell werfen. Und dann schnell eine Auszeit nehmen. Schnell werfen können wir also auch vergessen. Nicht gut gespielt. Halbzeit. Halbzeit, es steht 0 zu 0. Das einzige Gute ist, dass wir jetzt den Ball bekommen. Also noch eine Niederlage in den Solo-Battles kann ich mir nicht erlauben. Dann geht meine Wochenbelohnung flöten. Ich finde es erschreckend, dass Sanders mittlerweile schneller ist als seine Vorblocker. Das kann eigentlich auch nicht der Sinn eines Returns sein. So. Das haben wir. Ich bin gerade unsicher, ob ich es schon eingestellt hatte. Wir werden jetzt mal versuchen, ein bisschen zu laufen. Rechts ist alles zu. Wir gehen auf die linke Seite. Das Laufspiel ist uns eigentlich so wichtig. Das haben wir echt vernachlässigt. Ich kann mit Prescott, wenn ich mich auf seinen Arm verlassen muss, keine Spiele gewinnen. So, erstes Down Elliott. Das hat doch schon mal funktioniert. Halfback Inside Zone. Wir laufen innen über die linke Seite. Die Linebacker halten sich in der rechten Box aus. Also laufen wir auf die linke. War zwar nicht der Laufweg, der gedacht war, aber da war eine Lücke. Deswegen habe ich die genutzt. 2. und 4. So, jetzt muss ich nämlich auch die Defense ein bisschen mehr aufs Laufspiel konzentrieren und kann sich nicht nur auf die Pässe von Prescott konzentrieren. Blitz. Aber da wir ja auf die rechte Seite laufen, ist mir das schnurz, weil wir laufen ja weg vom Blitz. Haben wir das First Down. Und sind an der 48-Yard-Linie der Dragons angelangt. So. Counterspielzug. Rechts antäuschen, links laufen. Wir haben genügend Vorblocker, das sieht gut aus. Da bleiben wir genau bei diesem Spielzug. So. Schöner Block. Ah, der bleibt da. Ist der Receiver. Entschuldigung, der Verteidiger kurz stehen geblieben, als ich gerade schon mit meinem Spin-Move angesetzt habe. Dann konnte er mich natürlich perfekt tackeln, weil er genau wusste, was ich vorhatte und das gesehen hat. Zweiter Versuch und 7. Community-Spielzug. Laufspielzug durch die Mitte. Lead Dive. Wir bleiben dabei. Ich hoffe nicht, dass da zu viele Verteidiger in der Box sind. Ich habe. Austin ist das. Ich wundere mich gerade. Der wirkt ein kleines bisschen schneller als Elliott. Zumindest in der Beschleunigung, in der Acceleration. Aber genau richtig hier an der Stelle. Elliott raus, das heißt, er ist ermüdet. So, Laufspielzug durch die Mitte. Das ist jetzt gerade Power Football, was wir hier spielen.
Zeit von der Uhr nehmen, laufen, laufen, laufen. Auch der Defense ein bisschen wehtun. Lauf über die Außen. Oh, nee. Zwei, oh, ich dachte, das wäre schon ein First Down gewesen. Wir bleiben jetzt dabei. Ich hätte in den Community-Bereich hinein gewollt. Und jetzt ist sicher ein Lauf über die Innen geworden. So laufen wir über die Außen. Elliott mit Speed. Neues First Down. Jetzt haben wir auf jeden Fall, sind wir im Strategy-Bereich unterwegs. Wir nehmen die Inside Zone. Die Box ist komplett rot. Das heißt, ich wechsle sofort auf den Passspielzug. Hearns, mein Hauptreceiver. In der Mitte frei. Und damit endet das dritte Viertel. Immer noch keine Punkte. Aber wir haben jetzt viel Zeit von der Uhr genommen. Zweiter Versuch und zwei. Wir gehen in den Community-Bereich hinein. Geben die mir einen Laufspielzug? Tun sie nicht. Dann nehmen wir den Drive-Thru-Corner. Ich werde mich auf Hearns konzentrieren. Sharp wirklich nur dann, wenn er ganz frei ist. Los geht's. Hearns frei. Ah, das ist nicht der Touchdown, aber das First Down, glaube ich, oder? Ja, First and Goal an der 1-Yard-Linie. So, ich hätte so gerne einen Laufspielzug, aber mein Coach gibt mir keinen. Also, Passspielzug-Stick. Wir schauen mal, wie die Defense sich verhält. Gegebenenfalls laufen wir selbst. So, nicht nur gegebenenfalls, sondern wir laufen. Aber da ist alles frei. Touchdown, Dak Prescott. Auf seinen Arm kann ich mich nicht so sehr verlassen. Auf seine Beine ja. So. PAT, ganz wichtig. Die ersten Punkte in diesem Spiel. 30 Sekunden vor der 2-Minute-Warning. Im vierten Quarter. 7:0. Jetzt können wir erstmal schauen, was die Dragons machen. So, der Ball wurde aufgenommen kurz hinter der Goal-Line. Der Return kommt bis zur 24. Dort fangen jetzt die Dragons mit ihrer dem ersten Drive in der zweiten Halbzeit an. Die haben wirklich viel Zeit von der Uhr genommen. Aber das war nicht das Verkehrteste. Das gab auch mal wieder Selbstvertrauen, weil es hat zwar lange gedauert, Schritt für Schritt, aber es ging immer weiter nach vorne. Boah, kein Druck auf Bortles. Da läuft er selbst, oder? Nein! Warum ist er denn da parallel zur Line of Scrimmage gelaufen? Der hätte locker noch, er war ja schon am Laufen, es war kein Sack, es war ein normaler Tackle, ein Jahr Raumgewinn. Der hätte locker nach vorne gehen können. Cover 3. Schaffen Sie den Spielzug noch vor dem 2-Minute-Warning durchzuführen, dann müssen Sie sich beeilen. 3, 2, 1, 0. Nein, schaffen Sie nicht. 2-Minute-Warning. Schlechtes Time-Management der Dragons. Oh, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser, ganz ehrlich. Also der Touchdown, der war balsam auf meine angeschlagene Seele. 2.09. Incomplete Pass. Ich glaube, ich habe einen Verteidiger von mir da dran, weil das war einfach nur das Unvermögen des Receivers. 3. und 9. So, wir nehmen jetzt die Tampa 2, weil ich denke, dass Bortles wieder auf die Außen gehen wird. Damit kalkuliere ich jetzt mal. Kurzer Pass auf die Außen also. So ist es. Der Ball war zwar complete, haben auch ein paar Yards gemacht, aber kein First Down. 4. Versuch und 4 an der 30-Yard-Linie. Den müssen sie jetzt ausspielen. Wir nehmen wieder die Temperatur. Hoffentlich, jetzt haben wir hier zweimal hintereinander den gleichen Spielzug genommen. Das ist eigentlich keine gute Idee beim American Football. Wir riskieren es trotzdem. Weil ich damit rechne, dass Bortles wieder auf die Außen werfen wird. Kein Druck, er wirft über die Innen. Dadurch natürlich First Down, weil dort nicht so viele Verteidiger eng dran waren. First Down. An der 41-Yard-Linie. Wir gehen in der Cover 4. Oh, schlecht gemacht vom Verteidiger. Neuer erster Versuch. Blitzen über den Edge-Sting. Die Dragons sind über die Mittellinie. Gleicher Pass wieder. Den muss ich schaffen zu unterdrücken.
Den muss ich schaffen zu unterdrücken. Cornerblitz. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott. Hätte da Awuzie die Hand nicht dran bekommen, wäre der Receiver durch gewesen. Das ist genau, das ist diese, genau diese gefährliche Passroute. Gerade wenn man eine Temperatur auswählt, ist das ein Touchdown, weil da hinten kein Verteidiger ist. Das ist eine ganz gefährliche Lücke bei der Temperatur. Dritter und fünf. 1:07 noch auf der Uhr. Der ist doch nicht vollständig. Nein, Incomplete Pass. Sehr gut. Vierter Versuch und fünf. Sollen wir die Temperatur... Ne, ich nehme eine Cover 3. Eben hat er mit der Temperatur beim vierten Versuch in die Mitte geworfen. Die versuche ich jetzt zuzumachen mit der Cover 3. Vielleicht der entscheidende Spielzug. Ja, so war's. Er hat es wieder versucht. Diesmal haben wir aufgepasst. Chazier war da sogar noch mit der Chance zur Interception. So, wir haben den Ball. Was gut ist. Weil man knapp führt. Noch knappe Minute auf der Uhr. Alle drei Auszeiten noch bei den Dragons. Deswegen, wir laufen jetzt. Sehen auch zu, dass wir in Bounds bleiben. Oh. Oh. Sehr schöner Lauf. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich glaube, Elliot hat unsere Offense wieder Leben eingehaucht. Halfback Power. Die erste Auszeit der Dragons wurde eben genommen. Wir laufen jetzt durch die Mitte. Schön von Elliot nochmal umgeswitcht von der rechten auf die linke Seite. Nächstes Timeout. Wir haben aber auch ein neues First Down. Wir laufen über die Seite. Wir switchen noch über auf die linke Seite, weil da einfach weniger Verteidiger sind. Und ich vielleicht hoffe, mit dem Speed von Elliot entsprechend Yards zu machen. Ja, da drehe ich mich selbst ins Aus. Doppelt doof, kein First Down und vor allen Dingen bleibt die Uhr stehen. So. Damit behalten die Dragons eine Auszeit. Ich laufe durch die Mitte. Ah, da wollte ich noch rüberziehen, weil da eine Lücke war. Letzte Auszeit der Dragons. Dritter Versuch und drei. Ich bin aber in Field Goal Nähe. Das heißt, das werden wir auch nutzen. Einfach, da haben wir ein Two-Point-Game. Ein paar Sekunden vor Schluss, das kriegen wir hin. So, wir laufen über die Außen. Elliot mit dem First Down. Jetzt hat es so, wenn wir nicht noch einen Turnover hinkriegen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Die Box ist komplett rot, aber wir laufen ja eh über die Außen. Ich möchte auch nur so ein bisschen Zeit noch von der Uhr nehmen. Der Rest ist mir schnürz. Da brechen sie über uns herein. Halfback Inside Zone. Wir laufen über die linke Seite innen. Die letzten Sekunden tickern runter. Elliot nimmt den Kopf nochmal runter. Spiel ist aus. 7:0. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber wir haben das Spiel gewonnen. Und das war nach der Niederlage im letzten Spiel ganz, ganz wichtig. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.